Inch macht mir Sorgen. Er hat bewiesen, wozu er in der Lage ist. Was, wenn er von unserem Plan erfährt? Warum sollte er? Wir sind vorsichtig. Er ist skrupelloser, als wir dachten. Die Bombe im Zug. Ich darf gar nicht daran denken. Umso wichtiger ist, dass wir unsere Nerven im Griff haben. Du meinst, dass ich meine Nerven im Griff habe? Ich mache mir keine Sorgen. Ich kenne dich. Tja, der Plan Legrand, Butler Inch. Wollen wir den Plan nochmal durchgehen? Gute Idee. Wir wissen, dass Inch das Auge aus London im Gepäck der Baronin versteckt hat. Deswegen werde ich in ihre Kabine einbrechen und das Auge durch die Triplette austauschen. Korrekt. Das zweite Auge schnappen wir uns in Kairo. Während Inch auf frischer Tat ertappt wird. Ganz einfach. Der Teufel steckt im Detail. Ich muss unbemerkt in die Kabine der Baronin kommen, muss das Geheimversteck finden und darf keine Spuren hinterlassen. Ja, und Inch sprach von einer Kombination. Das Versteck könnte also verschlossen sein. Eins nach dem anderen. Ich denke, ich checke erst einmal die Lage. Und ich denke, ich werde es mir noch ein wenig gemütlich machen. So wird also unsere Ehe aussehen? Ich könnte es aushalten. Okay, mir wird gerade bewusst, wir spielen nicht ihn, wir spielen sie. Das dumme Blondchen. Zumindest so, wie ich sie im ersten Teil bezeichnet habe. Legrand. Wird Legrand uns Probleme bereiten? Momentan läuft alles nach Plan. Das heißt, er ist clever, aber nicht clever genug. Und der Bobby? Bauernschleue, aber nicht mehr. Er wird das Puzzle nicht zusammensetzen können. Bleibt Inch. Er ahnt nichts. Wir haben die Sache gut vorbereitet. Ich mache seit Monaten den Laufburschen für ihn. Er vertraut mir nicht, aber er glaubt, dass er mich für dumm verkaufen kann. Das reicht. Okay, was ist mit Inch? Apropos Inch, ich habe gesehen, dass er in Venedig mit dir gesprochen hat. Worum ging es? Er war aufgebracht, weil sein Anschlag im Zug schiefgegangen ist und weil ich mein Ticket verloren habe. Wie bist du an Bord gekommen? Als blinder Passagier, eingesperrt in einem dunklen und kalten Frachtraum. Du Armer. Ja. In London lief alles nach Plan? Bis auf die Explosion, ja. Der Bobby kam genau zur richtigen Zeit. Er hatte ja auch eine kompetente Tippgeberin. Ich hatte genug Zeit, das Auge an mich zu nehmen, aber leider konnte ich die Triplette nicht mehr platzieren. Wo ist sie? Danke. Ein Kunstwerk. Fast so schön wie das Original. Ich kann sie nicht auseinanderhalten. Inch könnte. Aber wenn alles so läuft wie erwartet, wird er bis nach dem Einbruch ins Ägyptische Museum keine Gelegenheit haben, sich den Stein genau anzusehen. Ich werde jetzt da rausgehen und alle Superpolizisten und Superverbrecher an der Nase herumführen. Ich könnte mir auch noch etwas Schöneres vorstellen. Ich nicht. Hallo, ich mach mein Döschen doch nicht für jeden Dahergelaufenen auf. Also wirklich. Was, geh in die Kabine? Warum sollten wir denn da rein? Oh, hier können wir nicht auswählen. Wir können nochmal zurückgehen, aber das bringt ja nichts, oder? Oder gibt's hier irgendwas? Er hat das beneidenswerte Talent, immer und überall schlafen zu können. Er ist einmal in einer Seilbahn eingeschlafen und erst aufgewacht, nachdem er den Berg schon wieder runtergefahren war. Na, immerhin. Also es gibt Leute, die schlafen im Zug ein und fahren dann wieder zurück. Badezimmer. Wir haben diese Kabine gemietet, weil sie so schön zentral liegt. Man kann jederzeit schnell in ihr verschwinden. Dass es eine erste Klasse-Kabine mit großem Badezimmer und Dusche ist, spielte für mich natürlich keine Rolle. Hallo, du bist doch angeblich das reiche Töchterchen, oder? Sobald ich den Stein ausgetauscht habe, werde ich mir eine heiße Dusche gönnen und dann schauen, was der Abend sonst noch so bringt. Sobald ich den Stein ausgetauscht habe. Ja. Okay, Koffer. Adil. Es ging ziemlich schnell mit uns beiden. Schon bei unserem ersten Treffen hat es gefunkt. Gleich und gleich gesellt sich gern. Und er kann sehr charmant sein. Hat er gerade geblinzelt? Ich kann das bei den kleinen Pixeln nicht erkennen, aber schläft er wirklich oder schläft er mit offenen Augen? Papa war gar nicht begeistert, als ich ihn angeschleppt habe. Aber ich glaube, er wäre mit niemandem einverstanden gewesen. Ja, natürlich. Töchterchen hat nur das Beste verdient. Hutschachtel? Eigentlich sind mir Hüte zu umständlich, aber sie passen gut zur Rolle. Und ich muss zugeben, der Tag in London, als wir Patricia Myers eingekleidet haben, hat Spaß gemacht. Was auch immer. Durchsuche den Koffer? Normalerweise nehme ich nicht so viel mit.
Aber es wäre auffällig gewesen, wenn ich als vermeintliche Tochter aus besserem Hause nur mit einem Rucksack aufgetaucht wäre. Ja, das stimmt. Na, finden Sie jetzt noch irgendwas? Diese Halskette habe ich von meinem Vater. Sie soll mich daran erinnern, dass Geld nicht das Wichtigste im Leben ist. Wenn du nur diesen Penny, dafür aber eine Familie und Freunde hast, bist du ein reiches Mädchen, hat er gesagt. Ich nehme sie mit. Sie soll mir Glück bringen. Ja, sehr gut. Nehmen wir mit. So, gibt's da noch was? Ich achte immer darauf, möglichst wenig persönliche Gegenstände mitzunehmen. Sollten meine Sachen doch einmal durchsucht werden, darf keine Spur zu meiner wahren Identität führen. Dass sie eine reiche Diebin ist? Ja. Sonst gibt's hier, glaube ich, nichts. Wir nutzen einmal die Leertaste. Das Bad leuchtet auf, aber das war's. Hier gibt's sonst nichts. Dann können wir rausgehen. Rausgehen? Hallo? Mädel? Geh mal raus. Och nö, macht sie das schon wieder? Sie soll rausgehen. Raus? Raus aus dem Hotelzimmer? Ah, da an den... Da, jetzt müssen wir an den Rand klicken. Ah. Ah, das kennen wir noch. Sprich hier den Globus und... Oh, die Plakette? Die Plakette berichtet stolz von der ersten Atlantiküberquerung des Schiffes. Die Stadt New York begrüßt die MS Lydia. Yay. Die Silhouette New Yorks und die eines Schiffes. Allerdings nicht von diesem hier. Vermutlich nutzen sie für alle Schiffe dasselbe Motiv. Sieht sehr offiziell aus. Mit Wappen, Flaggen, Siegel und allem drum und dran. Und die Plakette ist blitzblank. Ja. Niemand scheint sie in Ehren zu halten. Ja, ich poliere sie ständig, jeden Abend. Die Silhouette New Yorks und die... Sie ja, jeden Abend poliere ich die Plakette. Oh, guck mal hier, wir haben sogar einen Schatten. Treppen runter, wir können aber auch in den Salon gehen. Es ist abends. Tagsüber hat sie ja auf der Liege gelegen, aber ist das jetzt vor oder... Ah, ich frag zu viel. Fantastico! Ist es Ihnen recht, wenn ich kurz an Deck gehe und frische Luft schnappe? Aber sicher. Grüßen Sie mir das Meer. Mhm. Wer geht denn da hinterher? So, ja, ich merke schon, im dritten Teil ist tatsächlich ein bisschen ruggelig das Ganze. Sprich, dieses Geslide und dass die Figuren nicht exakt an ihren Punkt gehen, die Animationen nicht so ganz stimmen. Das wirkt ein bisschen gerusht, der letzte Teil. So, mit Lady Westmacott können wir ja mal reden, aber diesmal sind wir ja nicht... Wir sind eigentlich noch gar nicht uns... Also, aus dem ersten Teil uns begegnet. Ja, ich bin gespannt. Ein wunderbares Konzert, nicht wahr? Ich hätte sie nicht für eine Kennerin klassischer Musik gehalten. Weil ich Amerikanerin bin? Weil sie jung sind und freundlich und strahlend. Jemand wie sie muss sich nicht mit vielem auskennen, um gut durchs Leben zu kommen. Ja, das stimmt, aber das sind Vorurteile. Wird man in ihrem Alter leicht Opfer von Vorurteilen? Die Lebenserfahrung sagt, dass meistens etwas Wahres dran ist. Das Vorurteil ist die hochnäsige Empfangsdame im Vorzimmer der Vernunft. Stand das in dem Buch, das Sie mal gelesen haben? Oh, ich habe schon viele Bücher gelesen. Gute Bücher. Also nicht meine, wollen Sie damit sagen? Sie schreiben Bücher? Was kann ich für Sie tun, Miss... Myers. Das ist ja eine Rumzickerei hier. Der Geiger. Herr Kreutzer verfügt über eine erstaunliche Technik, nicht wahr? Davon bin ich überzeugt. Seine zahlreichen Gespielinnen in Österreich werden Ihnen mehr darüber erzählen können als ich. Sie meinen, Herr Kreutzer ist ein Schürzenjäger? Ich spreche nicht von Schürzen. Ich spreche von teuren Kleidern. Mhm. Ein Mann wie ihr hat Kosten. Gehen Sie nur rüber, Schätzchen.
Sagen Sie dem Maestro, dass Ihre Familie vermögend ist. Sie hätten beides, was er sucht. Geld und ein schönes Gesicht. Heute sehr Schandmaul. Herr Kreuzer! Lady Westmacott! Oder haben Sie es auf mich abgesehen, Herr Kreuzer? Alt, ja, aber reich. Schlange. Aber Herr Kreuzer! Maestro! Ich hätte mit dem noch reden können. Und mit dem Captain auch. So ist es schon besser, Schmarotzer. Was? Sie und Herr Kreuzer scheinen sich zu kennen? Nicht wirklich. Doch ich kenne diese Art von Mensch. Parasiten, die sich an den Reichen und Erfolgreichen festkrallen und sie aussaugen. Der junge missverstandene Maler, der innovative Schriftsteller, der Bücher schreibt, die niemand lesen will, das Musiktalent, das gefördert werden muss. Die Herren und Damen der feinen Gesellschaft lassen sich ausnehmen und nennen sich dann Mäzen. Ein anderes Wort für Narr. Haben Sie nicht selber archäologische Ausgrabungen im Nahen Osten und in Ägypten finanziert? Für meinen Mann. Und ich war selber dort. Ich habe Fundstücke für ihn katalogisiert und ihn nicht wie eine Trophäe auf Cocktailpartys herumgezeigt. Aber mein Sohn war einer von ihnen. Die schlimmste Art. Die, die den Menschen nicht nur das Geld, sondern das Leben aussaugt. Na, die Alte ist ja... Ja. Wissen Sie, ich habe nicht vor, mich einem Mann an den Hals zu werfen. Gut für Sie. Sie müssen arbeiten, eigenes Geld verdienen. Das werde ich. Meine Noten sind hervorragend und ich habe vor, mich in einer Schauspielschule in New York einzuschreiben. Keines meiner Bücher wurde je gut verfilmt. Die Geschichten wurden verstümmelt, gekürzt, vereinfacht, sodass auch noch der Einfältigste ihnen folgen kann. Ich möchte Theater spielen und reisen. Ich spreche 3 Sprachen. Es wären 3 mehr, als die meisten jungen Leute in ihrem Alter sprechen können. Tun Sie, was Sie nicht lassen können. Aber halten Sie sich von den falschen Männern fern. Aber ich hab doch schon den falschen Mann. Ich kann nicht anders als... ist das die Synchronstimme von... wie heißt sie? Von Dings hier. Von Penny aus... aus den... Ja, wer weiß. Auf jeden Fall, es sind hier wirklich bekannte Synchronstimmen dabei. Ist das Ihre erste Reise auf der Lydia? Lassen Sie es. Das Leben ist zu kurz für diese Art von Gesprächen. Gott, ich wünschte, der putzige Schweizer Polizist wäre mit an Bord gekommen. Sie haben eine abenteuerliche Zugfahrt hinter sich, wie ich hörte. Es war wunderbar. Ich hoffe auf eine Fortsetzung. Vielleicht in Kairo. Darf ich mich verabschieden? Sie dürfen. Oh, der Putzige. Das ist also, bevor er unten quasi im Lagerraum entdeckt wurde. So, was haben wir? Salatzange. Naja. Eine hölzerne Salatzange. Gerade noch klein genug, um sie unauffällig mitnehmen zu können. Sag mal, das hat die Alte doch gesehen. Vor allen Dingen, diese wie sie dahin sieht, lalalala, anstatt sich so rumzudrehen, einmal um 180 Grad drehen. Nee, um 360 Grad fast. Warum macht sie das? Ja, gut. Hier gibt's sonst wirklich gar nichts mehr. Nö, Hotkeys sagt nix. Das heißt im Endeffekt, ja, wir können jetzt hier nach unten gehen, weil wir wissen ja, dass es da noch weiteren Bereich gibt. Das Hinterdeck, das Hinterndeck, das Afterdeck. Gehen wir mal raus. Vielleicht treffen wir hier ja... Nein, keiner da. Ja, theoretisch hätten wir jetzt einfach runtergehen können. Liegestuhl, ja, da werden wir morgen liegen. Heute noch nicht. Ein Liegestuhl im Sonnenschein auf einem Kreuzfahrtschiff. Ich wäre eine Närrin, wenn ich mir das morgen entgehen lassen würde. Allerdings muss ich mich erst um meine Aufgabe kümmern, bevor ich in der Sonne entspannen kann. Ja, ich muss den Quatsch da tauschen. Handtuch? Können wir es mitnehmen? Ein schönes Badetuch. Angenehm groß. Ich hoffe, ich habe morgen Gelegenheit, mich in die Sonne zu legen und den Rest der Fahrt zu genießen. Ja, das wirst du. Also bei der Zange sagt sie, oh, ich weiß nicht, wo ich die Zange, die kann ich gerade noch so verstecken. Aber das Tuch, das nimmt sie und ist weg.
Sieht man nicht, oder? Ist weg, das Tuch.